Einen wunderschönen guten Abend. Hallo an euch. Ja, schön, dass wir heute Abend wieder beisammen sind. Und jetzt kommt auch Sandra dazu. Sehr schön. Sie hatte gerade noch ein bisschen Probleme mit ihrem Rechner. Deswegen habt noch einen kleinen Moment Geduld. Da ist sie. Genau. Sehr schön. Jetzt hoffe ich, hallo Sandra. Sehen. Hallo zusammen. So, jetzt muss ich, glaube ich, Folgendes machen, nämlich ich einmal mein Mikro hier. Ich habe das Mikro eingestöpselt gehabt und da konnte ich dich nicht hören. Ah, okay. Jetzt kann ich dich hören. Hallo. Hallo. Wie schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Du hattest doch noch funktioniert mit deinem mit dem Rechner und das Einzige, genau. Deine Handykamera ist, glaube ich, verkehrt rum. Kann das sein? Ja, was... ich weiß auch nicht, was da steht. Kannst du das auch sehen, was da steht auf dem Kopf? Da steht, die Movie-Aufnahme wurde automatisch angehalten. Die maximale Aufnahmezeit wurde erreicht. Ui. Keine Ahnung, was es damit jetzt für Aufsicht hat. Zeichnest du gleichzeitig mit dem Handy auch auf, oder? Nein, warte. Ich bin eigentlich mit der Kamera drin und deswegen jetzt. Ja, das sieht doch ganz komisch. Ich zeichne mich eigentlich gar nicht aus, sondern einfach nur, dass die Kamera jetzt als richtig sei. Ja. Okay. Genau. Super. So, ja. Nochmal so, dass sie mich sehen. Genau. Genau. Dass man dich nochmal sieht. Sehr schön. Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Sandra, dass du uns heute Abend einen kleinen Einblick in dein Atelier gönnst. Ja, Sandra ist ja auch ziemlich eine der ersten, die mit in der Malfreunde-Gruppe mit dabei war. Und ja, hat auch die eigene Gruppe, die kreative Kunstwelt. Genau. Ja, Sandra lebt in der Schweiz und macht dort seit ganz langer Zeit Malkurse. Wir haben uns über Happy Painting kennengelernt und du warst, glaube ich, eine der mit bei den ersten Lizenzpartnerinnen. Ne? Ja, genau. Ich war in der Schweiz die zweite Lizenzpartnerin praktisch. Ja, genau. Nach der Claudia Lerch, ne? Genau, richtig. Also wir waren praktisch in der ersten Gruppe. Also ich bin seit Januar 2019 Lizenzpartnerin und da hat das eigentlich erst begonnen. Ja, ja, genau. Bei mir ging es dann im März los, richtig. Wir haben uns da ziemlich früh kennengelernt. Ja, genau. Richtig, ja. Ja, und auch bei dir hat natürlich Corona ziemlich heftig reingehauen. Ne? Du hattest ziemlich viele Malkurse im Atelier und auch in Kunstschulen und sowas. Ja, richtig. Und ja, da war es ziemlich heftig bei dir. Und ja. Aber auch du hast den Schwung geschafft mit deinen Kursen jetzt in die Online-Welt, mit diversen Live-Kursen. Und auch mit Tutorials, warst jetzt auch beim Kreativsummit dabei und lauter solche Sachen. Ja, und super schön. Ja, es hat mega Spaß gemacht. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war schon aufgeregt, habe gedacht, ist natürlich was ganz anderes, als wenn du im Atelier die Kurse gibst. Und habe gedacht, ob das so, aber ich bin einfach immer noch total begeistert, was da rausgekommen ist. Also was da wirklich von den Teilnehmern, das ist Wahnsinn. Ja. Ja, das war ein schönes Erlebnis, fand ich auch. Ja. Oh ja, sehr, ja. Hat auch nochmal neue Kontakte in andere Richtungen gegeben, das fand ich auch sehr positiv. Absolut, absolut. Also das habe ich auch gemerkt, also das hat schon wirklich einiges noch gebracht, ja. Also das war, einfach, ja. Du weißt es selber, es ist einfach, es macht einen halt so wirklich richtig fröhlich und glücklich zu sehen, einfach wie andere dann ihre Bilder daraus gestalten, was du im Endeffekt zeigst. Und das ist einfach, ich liebe das. Also mittlerweile, wir gehen ja auch bei mir wieder die Kurse. Ich habe diese Woche gehabt, ich habe morgen, ich habe nächste Woche Samstag und Sonntag. Also die Kurse, die fangen halt wieder an. Ich habe auch noch einen Zoom-Kurs, der jetzt bald beginnt. Wieder im Bereich halt, also wirklich auch Mixed Media mit Collagen gestalten, bis halt zum fertigen Bild. Mhm. Ja, und da freue ich mich einfach wahnsinnig drauf. Ja,
Das ist auch so dein Hauptsteckenpferd, oder? Welche Richtung machst du noch gerne in deinen Kursen? Also ich bin schon, also Mixed Media, ich mache noch Art Journaling und bin immer so ein bisschen natürlich auch am Tüfteln, was kann man noch ausprobieren. Im Moment zum Beispiel, ich arbeite auch gerne mal mit der Jelly Plate und im Moment beginne ich da einfach mit Transfertechnik. Also wo wir Okay. dann halt wirklich Bilder aus Zeitungen, aus Ausdrucken auf die Jelly Plate aufbringen. Das ist ganz interessant. Wie man sieht, also es funktioniert nicht immer 100%. Man Ja. muss halt da wirklich schauen, dass man starke Kontraste hat. Ja. Ja, da bin ich im Moment zum Beispiel dran. Und ja, es gibt einfach ja jede Menge Sachen. Zudem bin ich halt ja noch Dozentin an ja, Schulen. Und habe da halt auch noch die Richtung Pouring, Happy Painting habe ich natürlich, und arbeite auch mit Resin. Also das heißt, dass viele Mixed-Media-Bilder halt mit Resin überzogen werden oder dass wir halt mit Resin Bilder gestalten. Oder halt auch die Pouring-Bilder weiter gestalten. Also man kann natürlich die auch als Hintergrund nehmen und da wiederum mit Mixed-Media oder Motive aufgeben. Ja. Ja, aber ja, das ist halt so mein, ne? Aber ich liebe einfach Mixed Media, wobei ja alles irgendwie Mixed Media ist. Also so. Ja. Eigentlich ist Happy Painting ja schon Mixed Media, ne? Im Endeffekt schon, ja. Du hast Ja. die Aquarellfarben, du hast die Stifte, du hast Buntstifte. Sind schon 3 Stück. Richtig. Und bei mir ist halt wirklich so, selbst wenn ich, also ich habe jetzt auch wieder Happy Painting Kurs gehabt. Und ja, auch da intrigiere ich persönlich immer so Elemente vom Mixed Media. Also sei es, dass ich irgendwie hier so Buchseiten nehme Ah ja, und so genau. eine Figur dann ein Krönchen bekommt oder Flügel aus Buchseiten. Also bei mir ist eigentlich immer Ja. noch was anderes mit drin. Es ist nicht nur in dem Sinne Happy Painting. Ja. Ich brauche da immer noch so irgendwie was dabei. Also es führt immer eigentlich wieder in diese Richtung Mixed Media, Genau, egal ja. was ich mache. Ja. Ja, das fand ich bei dir schon immer so toll, dass du dann aus allem so dein eigenes gemacht hast. Fand ich immer Ja. richtig toll. Und ja, dann würde ich sagen, Bühne frei für dich, Dankeschön. nachdem wir dich jetzt alle kennengelernt haben. Und dann hau mal rein. Du wolltest uns heute Abend ein bisschen zeigen, wie du Collagenpapiere machst, ne? Genau, also ich habe hier wirklich ganz viel stehen von Farben, von Sprühfarben. Wir arbeiten, also ich will natürlich jetzt nicht hier 3 Stunden, das ist schon logisch, aber wir haben Stempelfarben, also ich werde da mit mehreren Sachen arbeiten. Was ich sehr gerne mache, ist eben auch, wer sucht, wer findet, dass ich so selber Stempel halt mache. Also ich habe da wahnsinnig viel an Ja. Stempeln. Und da werde ich nachher so ein paar Kleinigkeiten zeigen, wie man was machen kann. Ja, so in die Richtung Okay. halt, ne? Wie wir halt damit arbeiten können. Ja. Das ist so vorgesehen. Jetzt habe ich nur gerade gesehen. Sorry, ich habe euch jetzt mal kurz den Rücken zugewandt. Ich habe nämlich meinen Kleber gar nicht hingestellt gehabt. Wichtigste fehlt. Wenn man das so hier so. Ja, aber Okay. jetzt ist eigentlich im Großen und Ganzen alles da. Wir sollten alles haben. Wenn ich Super. Zeit mir, wenn ich es nochmal holen muss. Aber ja, also wir werden auf jeden Fall so ein paar Sachen machen, wo ich zeige, wie ich eigentlich schnell Collagenpapiere herstelle und eben ohne großartig zu denken, sondern dass man wirklich einfach beginnt und dann so ein bisschen sich ja, leiten lässt. Sich ein bisschen austobt und spielt, ne? Genau, richtig. Deswegen haben wir hier eben Buchseiten so ein bisschen zurechtgeschnitten und noch große. Und dann beginnen wir einfach. Da habe ich meine heißgeliebten Woodies, ich habe Posca-Stifte und da machen wir einfach mal nicht zu lange, aber ich denke mal so eine halbe Stunde, werde ich so ein paar Sachen zeigen, wie ich Ja. das halt mache, wie man da Collagenpapiere. Es gibt natürlich ein weites Spektrum, wie man noch Das Collagenpapiere stimmt. herstellen Und kann. jeder macht's anders, Also, ja. ja, das sprengt. Also, ich glaube, da sitzen wir morgen noch hier. Ja, Von daher. wenn man das alles abdecken wollte. Ja, das ist einfach Geht gar so. nicht, ja. Das ist so. Okay, dann schalte ich dir mal den Bildschirm groß oder deinen Arbeitsplatz. Genau, den Arbeitsplatz, das wäre gut, ne? Ihr könnt mich Gerne. auch gleich klein sehen, das langt ja. Wir wollen ja sehen, was ich hier mache. So. Irgendwas.
Nebeneinander-Modus nehmen. Warte mal, Standard. Jetzt muss ich mal gucken, wo sind wir denn hier? Hier oben. Pinnen. So. Also ich habe dein Bild jetzt gepinnt, das groß, deinen Arbeitsplatz, und ich hoffe, dass das jetzt auch entsprechend auf der Facebook-Übertragung rüberkommt. Okay. Sonst, ich mache hier einfach eine, ich werde es mal aufzeichnen, für den Fall der Fälle, dass das jetzt nicht kommt, aber jetzt sehe ich beide Bilder. Genau, jetzt ist da. Ja, super. Heute, ne? Perfekt. Prima. Ja, dann beginnen wir doch einfach mal. Genau. Leg einfach los. Genau. Ich werde mich heute Abend mal zurücklehnen und nur ein bisschen mitkritzeln ansonsten. Mach das. Kannst du die Kommentare eigentlich sehen oder soll ich dir was reingeben, wenn Fragen sind? Ich kann sie nicht sehen, nein. Also ich sehe wirklich nur dich und jetzt sehe ich mich doppelt, weil du das andere gepinnt hast. Also das heißt, ich sehe meinen Arbeitsplatz einmal groß, einmal klein, aber das ist egal. Ja, genau. Du musst mich ja nicht sehen, ich weiß ja, wie ich aussehe. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hin bin, aber das ist egal. Ich bin jetzt. Ich sehe dich. Aber ich kann wirklich keine Kommentare oder so sehen. Also, gut, alles klar. Nee, dann kann ich dir aber sagen, dass hier einige Hallo sagen und ganz gespannt sind, was jetzt passiert. Ja, dann mal Hallo zurück, gell? Ich freue mich auch. Bin auch ein bisschen nervös. Kaum zu glauben, ne? Ach, komm. Ich schon viele Jahre Kurse habe, aber. Das ist immer so, ne? Das glaube ich wie bei einem Sänger, bei einem Schauspieler. Das ist so Lampenfieber. Ein bisschen bestimmt, ja. Aber leg einfach los. Genau. Die Bühne gehört dir, Sandra. Dankeschön. Also dann erstmal, hallo ihr Lieben. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr dabei seid. Ich kann euch jetzt nicht sehen oder sonstiges, aber es ist ja schön zu wissen, dass einige da sind. Ich mache wahnsinnig gern Collagenpapier und das wirklich mit sämtlichen Dingen. Ihr werdet es hier auch noch sehen, das ist hier so Seidenpapier. Es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie ihr diese herstellen könnt. Was ich gerne mache, ist, ich arbeite mit ganz normalem Druckerpapier. Ihr könnt natürlich auch Aquarellpapier nehmen, Mixed Media, was euch gerade wirklich beliebt. Was ich immer liebe, sind wirklich Buchseiten, absolut. Ich bin da ein riesen Fan von. Ich hole mir die hier immer bei unserem, wie nennt man das eigentlich? Also da kann man so Sondermüll etc. hinbringen, also Werkstoffhof, genau. Und da gibt es immer Bücher, die kann man tauschen und da bringe ich dann welche hin und nehme auch welche mit und nutze die dafür gerne. Hier habe ich einfach nochmal so Papiere, habe mir die kleiner geschnitten aus dem einfachen Grund. Ihr seht, ich lege die schon so ein bisschen übereinander. Und jetzt nicht erschrecken, ich glaube, das langt auch so. Ich will euch da jetzt nicht machen wir mal so, zu lange mit aufhalten. Dann nehme ich hier einfach verschiedene Farben. Könnt ihr natürlich immer nach Belieben nehmen. Ich habe jetzt hier noch Weiß mit reingenommen. Das sind Acrylfarben. Ihr könnt aber natürlich auch Gouachefarben nehmen. Auch von der Marke her ist das vollkommen egal. Ich habe die jetzt einfach genutzt oder genommen, weil ich die öfter nutze. Jetzt gebe ich mir die hier auf meine, das ist eigentlich so ein alter Kinderteller. Aber ja, mein Sohn ist dann jetzt doch ein bisschen langsam da raus für Kinderteller, so mit 8 Jahren. Sandra, ganz kurz, hier ist die Frage, welchen Kleber du benutzt? Kleber, das kommt drauf an. Also ich nehme meistens Acrylbinder. Ich habe jetzt hier aber zum Beispiel ein Bastelleim. Möglich ist aber auch natürlich, dass ihr normale Bastelkleber nehmt, die ihr ganz normal im Laden bekommt, oder halt auch Gel, also Mattgel. Ach, jetzt kommt's. Da kann man wirklich sich eigentlich austoben. Also sehr, sehr viel kann man da nutzen. Das ist einfach ganz normaler Bastelleim, den ich da nutze. Der funktioniert recht gut. Ich hoffe, ich habe die Frage damit beantwortet. Ja, hier kommt schon ein Dankeschön. Gerne. Und die Michaela Brunswick schreibt, toll, euch zu sehen und bin jetzt echt gespannt, super sympathisch, kommen wir beide rüber. Danke Michaela. So, ich habe mir jetzt einfach mal hier 4 Farben genommen. Also da kann man natürlich schauen, worauf man jetzt da gerade Lust hat. Das ist vollkommen von den Farben her. Wie ihr seht ja, ich habe hier
sämtliche Farben drauf geschmiert. Wenn ihr sowas nicht habt, könnt ihr jetzt zum Beispiel auch Backpapier nehmen. Das habe ich hier auch noch liegen an der Seite. Und jetzt beginnen wir einfach mal da mit verschiedenen Sachen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel auch noch Schablonen. Das ist eine, ich weiß gar nicht, da steht gar nichts drauf. Die habe ich schon, das ist eine Evco. Oh Gott. Irgendwas Emotions, also das ist so eine, die ich mal von irgendwo her habe. Das sind selbst hergestellte. Bitte? Wow, sag ich. Ja, das sind so selbst hergestellte, also ganz einfache, die man zum Beispiel machen kann mit Laminierpapier oder halt auch, was ich hier noch habe, das nehme ich sehr gerne. Das ist Müllerfolie, das ist für Brushen. Mhm. Sprich auch Airbrusher nutzen die zum Beispiel. Die kann man abwaschen und daraus kann man Schablonen herstellen. Also die sind dann einfach so ein bisschen verschieden dick, sind aber ganz einfach zu machen. Das mache ich auch gerne kurz. Bitte? Verstehe. Ja, also das mache ich super gerne auch im Kurs, dass ich da einfach selber halt welche herstelle oder dass wir so ganz einfach auch Stempel herstellen. Ja. So, jetzt nehme ich mir hier einfach mal meine Schablone und lege die kreuz und quer da drauf und fange erstmal so ein bisschen an. Uno momento, ja, habe ich mir doch gedacht. Die Sandra war schlau und hat das jetzt wieder hier runtergetan. Das muss man natürlich immer lösen. Ne? Ja. Kann man da nicht drücken. Wird dann schwierig. Also wenn Fragen sind, ne, an Sandra, einfach drauf, einfach in die Kommentare schreiben. Ich kann das alles sehen und gebe das dann gerne weiter. Genau. Die ist ja so schön. Ja, die ist wirklich mega schön. Und man kann damit halt super Effekte machen. Ich lege die jetzt einfach mal zur Seite. Die darf jetzt wieder mal ein bisschen trocknen. Und dann spielen wir einfach mit den Farben. Jetzt können wir da wirklich einfach drauf losmalen. Also das mache ich halt super gerne. Einfach direkt über mehrere Bilder drüber oder Blätter, wie auch immer. Aus dem einfachen Grund, die sind immer so verkopft, ne, bei dem, was wir tun. So von wegen, ist das richtig und sieht das schön aus und macht das Sinn? Und das möchte ich eigentlich damit verhindern. Und deswegen gehe ich halt gerne hin und arbeite direkt über verschiedene Blätter und kann so das so ein bisschen ausschalten, weil man sich da jetzt gar nicht so drauf konzentrieren kann, ob das jetzt alles so gut ist und richtig ist, wie man macht, sondern einfach so ein bisschen Spaß dran haben. Ja. Das ist eine super gute Strategie, das auf diese Art und Weise mehr so das Spiel einzuladen. Genau, richtig. Sehr schön, sehr schön. Man mische dann gerne halt auch eben, dann hat man noch verschiedene Farben, die dabei rauskommen. Das macht auch nichts, wenn das so ein bisschen verschmiert. Also ich finde das immer sehr interessant. Weil man muss überlegen, es sind ja Collagenpapiere. Also es geht ja jetzt wirklich peu à peu. Und es geht nicht darum, dass alles irgendwie stark bemalt ist, sondern dass man wirklich Spaß daran hat. Ne? Die arbeitet man nachher in den Hintergrund ein. Und dann ist das schon noch recht interessant. Was man jetzt machen kann, wenn man da schon mal so einen Teil hat, dass man die auch mal hochnimmt. Zur Seite und dann legt man das zum Beispiel hier so drauf. Mhm. Ach, dann machst du nochmal so einen Abklatsch von, ja, wow. Genau. Das ist zum Beispiel auch eine Variante, wie man schnell damit arbeiten kann. Ja, du kriegst nochmal eine komplett andere Textur dahin, ne? Weil das nur so abgerissen ist quasi. Genau, ne? Das ist halt, es ist halt dieses, du kannst es nicht steuern, wie es im Endeffekt aussieht. Mhm. Und deswegen ist eben dieses, ne, wenn man so verkopft ist, funktioniert das jetzt hier nicht, sondern da lässt man sich einfach drauf ein, dass man da irgendwie mitspielt, mit diesen Seiten und da irgendwas entstehen lässt. Und das ist das Schöne. Was ich halt auch total gerne mache, wie man sieht, ist, dass ich wirklich auch mit den Fingern da reingehe.
Manch anderer wird jetzt sagen, oh nee, genau. Die Farbe da dran, aber. Ja, aber Fingerabdrücke gibt so tolle Spuren, ne? Genau. Ich könnte ja da wirklich, also. Super, klasse. Könnt natürlich auch, wenn ihr da irgendwie mit der Rückseite von dem Pinsel arbeiten. Kann damit auch so einfache Striche machen. Also es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie man da jetzt mit arbeiten kann. Ich nehme jetzt nochmal meine Schablone. Also die sieht natürlich nachher entsprechend erstmal aus. Das ist klar, ja. Und logisch, super, so war es nicht gedacht. Ich habe mir extra eine Schürze angezogen, weil ich auch immer schön dazu neige, alles zu versauen. Jetzt habe ich mir gerade die Farbe natürlich an dem Pullover, aber ja, ich glaube bei mir... Schürze ist ein wichtiges Utensil, in der Tat. Ja, das ist so. Hat jetzt aber nicht so ganz funktioniert, habe jetzt trotzdem Farbe hier dran, aber egal. Naja. So ist das halt. Das gehört dazu. Genau. So, jetzt kann man dazu nämlich auch nochmal geben. Gehen wir hier auch nochmal so ein bisschen drüber. Einfach, wenn ihr mit so Sprühfarbe arbeitet, wäre natürlich sinnvoll, wenn das gut gelüftet ist. Ich bin jetzt gleich halt ein bisschen benebelt. Genau. Aber ja. Es reicht, wenn wir uns an unseren Farben, an unserer Kunst berauschen. Wir müssen uns nicht noch an. Wir müssen nicht noch anfangen zu schnüffeln. Genau, wir sind so schon, genau. Das ist halt wirklich so. Hm? Machst du viel damit mit so Sprühdosenfarben? Naja, es kommt drauf an, was ich mache. Also je nachdem, was für Bilder ich mache, arbeite ich auch viel mit Sprühdosen. Also ich habe zum Beispiel oben bei mir im Wohnzimmer, da ist mit Schablone, mit Sprühfarbe und halt normal Acrylfarbe der Hintergrund gestaltet. Und da drauf ist expressionistisch eine Frau. Ah, okay. Das halt in einem großen Format. Mein Sohn hat sich dann gewünscht, dass ich ihm etwas mache, weil sein Spitzname ist halt seit seiner Geburt, also von meinem Mann aus, Hase. Hase? Hase, genau. Also wie der kleine Popelhase. Und er wollte dann einen Hasen. Also er mag total gerne Bugs Bunny. Und jetzt habe ich ihm da schon im Hintergrund ein bisschen gestaltet mit alten Seiten aus so Bugs Bunny Zeitschriften. Und darauf werde ich jetzt auch mit Schablonen und Sprühfarbe etc. arbeiten und dann das ausarbeiten. Also da wird es noch einiges geben, ja. Ja, das wird uns sehr freuen. Ja, das glaube ich auch. Ich nehme jetzt hier einfach mal meine kleine Schablone. Da werde ich das jetzt wahrscheinlich auch wieder drauf getan haben. Ja, natürlich. Dann nehmen wir das Messer. Und Sandra, erzähl noch mal kurz, dein nächster Workshop ist wieder ein Online-Workshop, oder? Also den gibt es online. Es gibt auch noch mal einen Mixed Media Tag bei mir im Atelier. Aber demnächst speziell jetzt für alle, die hier sind, die vielleicht einen Online-Kurs machen möchten. Genau. Ja, erzähl doch ruhig mal zwischendrin noch, also wenn Luft ist, was genau du da drin machst. Also da ist es halt wirklich so, dass wir von Anfang bis Ende ein Bild gestalten. Also wir beginnen wirklich damit, Collagenpapiere zu gestalten mit verschiedenen Varianten. Also wir werden, ich zeige euch das mal, was wir da so im kleinen Auszug, wir machen noch viel mehr.
machen wir da verschiedene Collagenpapiere. Wir haben jetzt wo mit Serviette noch gearbeitet wird. Hier, das ist so ein bisschen wie das, was wir jetzt machen, halt, wo wir mit Acrylfarben arbeiten, wo wir mit Stempeln arbeiten. Oder hier zum Beispiel, das ist mit der Jelly Plate, wo geschafft wird. Solche Sachen halt. Hier ist auch mit der Jelly Plate und Schablonen gearbeitet. Das ist jetzt nur ein Zettel von mir mit Farben. Dann werden wir halt da auch eben anschauen, wie kann ich mir Schablonen selber herstellen? Wie kann ich auf leichte Art und Weise Stempel machen, beziehungsweise was kann ich nutzen zum Stempeln, was ich im Haushalt habe, wie zum Beispiel, sei es hier so Deckel von Flaschen über tatsächlich, ich habe hier immer so eine riesen Kiste, da kann ich das mal kurz zeigen, das ist hier so mein Sammelsurium. Da haben wir halt so hier so Schwämmchen, die wir nutzen. Ja, das ist auch das Teil. Klorollen, die eben gestaltet sind. Ach komm. Es gibt, hier. Stark. Ja, also es gibt ganz viele verschiedene. Da hast du Moosgummi Sachen. Oder sowas drauf. Genau, oder? Moosgummi. Ah, das, cool. das sind tatsächlich Deko, vielleicht auch nicht auf Kopf, Deko-Elemente, die ich einfach umfunktioniert habe zum Stempel. Ja, sagenhaft. Ja, na, also es gibt einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten, hier ist noch mehr drin. Also was man auch nutzen kann im Haushalt, um damit zu stempeln. Also das ist wahnsinnig, was da für eine Vielfalt einfach gegeben ist. Und das weiß man meist gar nicht, dass man gar nicht so viel Material braucht, wie jetzt hier zum Beispiel. Ja, das kann man auch mit einer ehemaligen Krankenkassenkarte machen. Da kann man hier auch so schöne Varianten reinbringen. Dann gehen wir halt hin und gestalten mit diesen ganzen Elementen halt Collagenpapiere für unseren Hintergrund. Oder wahlweise kann man auch das Motiv damit machen. Also wir haben zum Beispiel, sogar noch hier stehen, sowas gemacht. Oh ja. Das kann man natürlich auf verschiedene Weise machen. Hier sind einfach die Collagenpapiere mitgenutzt worden, um den Schmetterling zu gestalten. Hier zum Beispiel. Oh ja, super, wow. Das ist ein bisschen weg, dann könnt ihr das besser sehen. Hier eben, das ist eine Feder oder Blatt, wie auch immer man das jetzt möchte. Dann haben wir hier Strukturpasten. Also da ist es halt auch so, dass ich dann noch zeige, wie kann man jetzt die Strukturpaste selber auch herstellen mit ganz einfachen Sachen, die man oft zu Hause hat. Also es gibt wahnsinnig viel, was wir eigentlich in dem Kurs machen. Wirklich das hört von sich wirklich sehr umfänglich an, ja. Genau, also der geht halt auch ein bisschen länger. Der ist dann 3 Abenden, wo wir dann immer so 2,5 Stunden plus minus daran arbeiten. Aber es macht einfach mega Spaß. Ja, ich glaube, also die Michaela fragt, ob es in dem Kurs auch gezeigt wird, wie man Stempel selber macht. Ich glaube, das ist da drin, oder? Ja. Da wird auch gezeigt, wie man Stempel selber machen kann, was es für Möglichkeiten gibt. Ich habe hier zum Beispiel so ein bisschen noch was liegen, wo ich irgendwie was draufgezeichnet habe. Das zeige ich auch, wie man da Stempel ganz einfach selber machen kann und was man halt eben nutzen kann, um damit zu stempeln. Also es ist natürlich noch viel mehr als jetzt hier diese Flaschenverschlüsse. Also es gibt wahnsinnig viel, womit wir das machen können. Und das zeige ich halt dann halt auch da drin. Wie kann man ganz leicht dann noch Stempel herstellen, dass man da nicht stundenlang halt für braucht. Ja. Super. Ja. Danke, Sandra. Gerne, gerne. So. Man kann natürlich oder hier Schritt für Schritt dann nochmal föhnen. Das mache ich jetzt gerade nicht. Weil ich da jetzt nicht so Krach machen will. Wie gesagt, am besten immer wirklich lüften. Wenn du mit der Sprühfarbe da unterwegs bist. Ne? Genau. Wie man sieht, ich nehme halt dann auch gerne wiederum die Rückseite, weil es gibt natürlich auch Effekte.
Ja klar, es spart dann halt, gibt dann halt quasi so ein Negativmuster, ne? Genau. Also das mache ich wahnsinnig gerne. Und somit füllt sich dann auch nach und nach das Collagenpapier. Ja, wir wollen ja da ist schon ordentlich was los. Ja, da ist ordentlich was los. Das ist, oh, jetzt hätte ich mir fast den Pinsel in mein Trinken. Ich glaube, das muss jeder mal hingekriegt haben. Genau. Man sieht jetzt, das ist natürlich recht bunt. Ich mag das aber auch bunt. Ich mag es aber auch gerne gedeckt. Das ist unterschiedlich. Ich möchte jetzt gar nicht so viel mehr, bevor ich jetzt erstmal anfange. Ganz kurz muss ich euch tatsächlich daran teilhaben lassen und mal füllen, weil sonst können wir die nächsten Schritte gar nicht machen. Alles gut. Mal kurz gucken, ob ich. Ich kann es jetzt, glaube ich, gar nicht lautlos in dem Sinne stellen. Aber ich glaube, ihr überlebt es. Na, passt doch. Also zumindest kann ich Sandras Föhn jetzt nicht mehr hören. Andrea, ja. Das ist mir auch schon passiert. Was denn? Andrea Jung schreibt, das passiert doch ständig, sie haben schon viele gefärbte Kaffees getrunken. Ja, bei mir ist es zwar nicht Kaffee, es ist entweder der Tee oder der Kakao. Also es ist seit meiner Schwangerschaft, ich bin so verrückt nach Kakao. Also ich weiß nicht, also man hat ja manchmal so Gelüste. Bei mir war es Kakao. Ich hätte von morgens Kakao trinken können. Das hat auch tatsächlich auf meinen Sohn übergefärbt. Also der trinkt Kakao. Das ist, glaube ich, dem sein. Also wenn dir fragen würde, was bringst du mit auf eine einsame Insel, würde der sagen, Kakao! Sehr schön. Ja, das ist wirklich. Oh, super. Ja. Ja. Muss ich perfekt sein, also einen kleinen Moment. Das ist ja sehr schön. Ich glaube, das ist sehr gut. Ich würde es verraten, wenn ihr das jetzt wirklich auch probiert, wie wirklich richtig gut zu trocknen, ist aber jetzt kein Muss, weil man sieht ja, das ist immer da, gerade wo ich mit den Fingern reingegangen bin, so alles bunt, da ist es halt schon so, dass das ein bisschen länger braucht zum Trocknen. So, ich lege mir die nochmal ein bisschen übereinander kurz. So, und jetzt gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, mit Posca-Stiften zum Beispiel zu arbeiten. Oder man kann auch jetzt hier, die sind von Marabu oder von, ach, was auch immer man gerade da hat. So, du hast da auch so einen schönen dicken, ne? Diesen 1,5 Zentimeter. Ja, das ist hier dieser, den habe ich in weiß und in schwarz. Also ich habe ja, ich habe ganz, ganz viele Stifte. Also ich bin da so ein bisschen verstanden, dass das alles zusammen zieht. Ich habe so eine ganze Kiste mit Stiften. Also, ne? Also ich weiß nicht, wie viele da drin sind. Oh ja. Nur in sämtlichen Farben. Nur da möchte ich jetzt gerade nicht mehr so wahnsinnig bunt eigentlich drin arbeiten, weil es ja schon sehr knallig ist. Was ich aber total gerne mache, weil der halt so schön breit ist, macht der hier noch schöne Effekte. Und dann kann man hier so... Ne? Ja, damit kann man so schön... Schön Spuren drauf machen, ne? Ja. Genau, dieses Mark-Making. Genau, da kann man wirklich wahnsinnig viele Spuren mit drauf machen. Das ist eben das Schöne daran. Finde ich so toll. Ja, ich liebe das auch, damit halt wirklich zu arbeiten, weil es gibt einfach so viele Möglichkeiten, was man da noch mit machen kann. Das ist natürlich immer Geschmackssache, ne? Wie viel man davon nimmt und was man nimmt. Ja. Das ist bei mir halt auch unterschiedlich. Das ist einfach, das ist auch oft Tagesform abhängig. Ne? Dann hat man eher bunte, knallige oder eben lieber dann auch mal dezent oder pastellmäßig. So, hinter mir ist ein großes Regal, das sieht man so gar nicht. Da sind schon einige Farben, ich habe natürlich noch viel mehr. Mein Mann kriegt immer die Krise, ich habe jetzt schon so zwei Räume noch im Beschlag. Aber gut.
Kreativität braucht halt ihren Platz, ne? Du sagst es. Ist halt einfach so. Ich habe mir jetzt hier, das ist so ein Paint Grau genommen. Und jetzt nehme ich da einfach wirklich so ein, ja, so ein Verschluss von der Flasche und tuck das da so ein bisschen rein, dass da überall was Farbe hinkommt. So, sollte jetzt gut sein. Und jetzt kann man damit, wie ihr seht, einfach stempeln. Das kann man natürlich auch mit anderen Farben. Als Beispiel, das mache ich auch mega gerne in den Kursen bei Mixed Media Bildern. Irgendwie braucht das da immer noch so ein bisschen. Habe ich auch übrigens gemacht, eben jetzt beim Kreativ Summit ist das auch so als Summit, ne? Noch gekommen. Ja. Ich finde einfach, das holt dann immer noch so ein bisschen was, das hat dann noch so was Reizvolles. Ja. Was so den Abschluss halt vom Bild halt auch noch ein bisschen bringt. Deswegen arbeite ich eigentlich total gerne, also das heißt eigentlich, ich arbeite total gerne mit Stempeln und so weiter. Jetzt ist hier, das ist Stempelfarbe, die gibt es natürlich in mega vielen Varianten, Farben. Was ich gerne mache, ist einerseits, dass ich dieses Bürstchen hier benutze. Ah ja, genau, das hatte ich bei dir beim Summit gesehen. Genau. Ja. Das ist eigentlich ein Make-up-Bürstchen. Also die gibt es so ganz kleines, wirklich solche riesen Dinger, wo man sich dann irgendwie das Make-up ins Gesicht halt überträgt, sagen wir es mal so. Und die gibt es ganz günstig zu kaufen. Mittlerweile auch in Drogeriegeschäften oder halt online, klar. Farben, wie gesagt, gibt es ganz viele. Das hier ist ein Grau, ein Steingrau. Da gehe ich jetzt einfach mit diesem Bürstchen da so drüber. Die sind halt auch sehr flexibel, diese Bürstchen, also die kann man richtig drücken. Und nehme jetzt hier meine Schablone und gehe da drüber. Das Schöne dabei ist, es verläuft keine Farbe unter die Schablone, wie jetzt zum Beispiel, wenn wir mit Acrylfarbe direkt arbeiten. Und es gibt halt auch nicht so einen ganz so starken Abdruck. Ja, verstehe. Also man kann jetzt natürlich auch, was ich auch zwischendurch mache, es gibt so kleine Make-up-Schwämmchen, die kann man auch sehr gut dafür nutzen. Ja, die nehme ich meistens, wenn ich mit Schablone was mache. Genau. Also aber ich bin echt noch nicht auf den Gedanken gekommen, das Stempelkissen dafür zu benutzen. Ja, doch. Das geht, wie man sieht, funktioniert das eigentlich recht gut. Das ist eine super Idee, ja. Und was ich noch gerne mache, ich nehme das jetzt mal kurz weg, ist auch, dass ich eben, hier habe ich jetzt eben Stempel, die ich, neben dem Bild bringt nicht viel, ne? Stempel selber hergestellt habe das dann nachher einfach auf so einen Verschluss geklebt. Und jetzt kann man sich natürlich hier wiederum auch die Stempelfarbe aufgeben. Mhm. Und stempelt dann damit direkt auf das Bild. Jetzt gucken wir mal, wo wir da noch so ein bisschen Platz hätten. Zum Beispiel hier. Wir können auch direkt hier Acrylfarbe drauf geben. Das mache ich dann allerdings mit einem Pinsel, damit es nicht zu viel ist. Kann natürlich auch über zwei Blätter gehen. Wie gesagt, hier ist immer so ein bisschen, das war jetzt natürlich bei mir, weil ich es nicht ganz trocken habe. Macht aber nichts. Also von daher nicht wundern, ich breite es jetzt da mal so ein bisschen hier aus. Zeige ich gleich. Dann natürlich nochmal ganz genau. Also wie ihr seht, das stempelt super. Ich mag diesen Stern. Hey, ich habe davon noch Kärtchen und noch ganz viele andere. Ich habe jetzt irgendwie, ich habe auch noch verschiedene Formen. Ich muss mal gucken. Ich glaube, hier drauf hat es so ein bisschen, zum Beispiel hier habe ich noch so Formen gemacht, auch mit eigenen Stempeln. Jetzt habe ich den Stempel nur gerade nicht hier. Ich glaube, den habe ich in meiner Ausrüstung für unterwegs. Ich nehme immer mal so zwei, drei kleine Stempel noch mit und habe das dann in meinen, da so in dem
Unterwegs Fundus. Genau, unterwegs Fundus. Was ich hier aber noch habe, ist zum Beispiel ein kleines Herz. Da kann man auch schön mit stempeln. Oder was natürlich auch funktioniert, sind hier so Korken. Ja, die hat man dann nämlich besser. Der ist noch ganz neu, von daher ist der noch so ein bisschen was widerspenstiger. Okay, also mit Korken bin ich bisher immer noch nicht so richtig warm geworden. Ja, das ist natürlich immer Geschmackssache, ne? Ob man so einen Korken mag. Ist jetzt auch nicht unbedingt das, was ich als erstes nutzen würde, aber funktioniert auch. Ich habe kein Problem mit Korken, aber irgendwie machen die mir immer nicht genug Abdruck. Ja, das ist wirklich so. Das siehst du auch hier, dass die, also weil die natürlich nicht ganz hundertprozentig aufliegen. Das ist tatsächlich so. Aber ja. So, was ich dann zum Beispiel noch gerne nehme, ist hier so. Kann man Reispapier zum Beispiel nehmen, Seitenpapier. Was ich hier drauf auch noch gerne mache, ist eben auch Stempeln. Ich habe jetzt hier einfach mit Farben gearbeitet. Da habe ich Acryl-Inks genommen, also die und nochmal zusätzlich angeflüssigt, verflüssigt. Und habe die über dieses Papier laufen lassen. Das sind teilweise mehrere Lagen. Ja. Und das gibt halt so ganz interessante Effekte. Ich habe hier noch ein bisschen mehr davon. Aber da sieht man das halt auch. Es gibt halt wirklich ganz interessante Effekte. Teils arbeite ich da auch mit Salzmehl drauf. Dann hat man da natürlich auch noch so ein bisschen diesen Effekt vom Salz. Das Salz funktioniert auch bei den flüssigen Acrylfarben, ja? Ja. Okay. Funktioniert. Ja, klar, überall, wo Feuchtigkeit ist, ne? Genau. Ja. Spitze. Das ist stark. Ja. Und hier, wie gesagt, arbeite ich gerne auch nochmal mit. Hier kann man sogar noch ein bisschen abziehen. So. Mit Stempeln. Habe ich den hier nicht ganz drauf aufgegeben. Ist aber nicht so tragisch. Nehmen wir mal noch Herzchen. Hier können wir zum Beispiel noch Herzchen aufgeben. Das Schöne ist, wenn wir das gleich aufkleben, dann wirkt das recht milchig, also das, was weiß ist und so weiter, und das schimmert dann durch. Dafür muss ich aber allerdings das nochmal ein bisschen antrocknen. Ich mache nochmal ganz kurz Krach. Du bist ganz wackern. Eure Fragen an Sandra einfach in die Kommentare schreiben. Ich nehme jetzt mal noch ein Stück, wo praktisch keine Farbe drauf ist. Dann könnt ihr das nämlich vielleicht auch nochmal sehen, wie gut das funktioniert. Gerade eben, was ich halt total liebe, ist eben mit diesen Stempeln noch zu arbeiten auf Seidenpapier, aus dem einfachen Grund. Gerade wenn wir jetzt bei Mixed Media arbeiten, hat das ja mitunter sehr, sehr viel Struktur. Und durch diese Struktur kann man oft nicht mehr stempeln, weil dann der Stempel nicht richtig mehr auf dem Untergrund zu sehen ist, aufgrund der Struktur. Und deswegen arbeite ich gern mit Seidenpapieren. Die kann man nämlich dann nachher noch schön nutzen. Wie gesagt, immer schön die Blätter antrocknen. Das würde jetzt hier zu lange dauern. Das ist ein super Tipp, Sandra. Ja, also wirklich, also ich liebe das. Bei so vielen Sachen mache ich das.
Weil jetzt hier drauf geht das natürlich schon noch. Aber wenn wir jetzt wirklich mit vielen Collagen-Elementen und so weiter arbeiten, haben wir nachher wirklich so wahnsinnig viel Struktur in den Papieren, dass es praktisch gar nicht mehr machbar ist, da drauf sich zu stempeln. Außerdem macht es dann auch wieder Spaß, so Papiere herzustellen mit den verschiedensten Stempeln. Oder man kann natürlich auch da wieder mit den Fingern drauf. Man kann, ach, keine Ahnung, alles. Also es ist ja gerade bei Mixed Media, das ist einfach unendliche Möglichkeiten, ja, was man da machen kann. Das ist immer so dahergesagt, aber da ist es tatsächlich so, ne? Es ist so. Ich meine, man kann sich da wirklich so austoben. Ich kann mich noch erinnern an einen Kurs, den habe ich hier samstags oder sonntags gehabt. Da war so eine Mixed Media, also Flower Power Dame eigentlich. Und ich hatte eine, die hat das allererste Mal gemacht, überhaupt Mixed Media und die Richtung. Und die hat einfach, die hat sich so ausgetobt und die Zeit ging immer weiter vorbei und immer weiter und immer weiter. Und die wollte gar nicht aufhören. Also das war Wahnsinn. Ja, wir haben so viele Dinge ausprobiert. Also wir waren zwar zu fünft, aber die war immer, und dann hat sie dann noch was ausprobiert, dann gefiel es ihr doch nicht. Und dann irgendwie hat sie angefangen, der Frau, also der Hals war dann wie so Schuppen, ne, wie von Fischen. Und sie hatte dann rote Haare und dann hat sie gesagt, ja, aber irgendwie. Und habe ich gesagt, ja, mach doch wie eine Meerjungfrau daraus. Und dann fiel mir ein, ich habe noch ein Netz da von Orangen. Und die haben ja dieses Plastik. Und dann haben wir tatsächlich mit diesem Netz, haben wir ihr in die Haare mit eingearbeitet. Genial. Und das war so genial. Die war nachher so happy. Ja, wow. Also das Bild war wirklich richtig cool, muss ich sagen. Also was ganz Spezielles. Ja, fantastisch. Also wirklich. Also da habe ich auch gedacht, oh, voll cool jetzt. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man da dann wirklich mitarbeiten kann. Ich nehme jetzt das hier mal. Das ist jetzt noch nicht ganz so stark bunt. Ich nehme jetzt hier einfach mal diese extreme weiße Farbe ab. So. Und jetzt können wir nämlich hier wiederum kleben. Dafür nehme ich mir einfach ein bisschen von diesem Bastelleim oder was auch immer ihr da habt. Was jetzt hier nicht funktionieren würde, wäre ein Klebestift. Das geht nicht. Aber wenn ihr Flüssigen oder Serviettenkleber, würde hierbei jetzt auch funktionieren. Mhm. Ich nutze einfach das, was ich da habe. Das ist, glaube ich, sowieso für Mixed Media insgesamt ein sehr guter Tipp. Ne? Einfach mal ausprobieren, was man so da hat und gucken, wie weit man kommt, bevor man dann sich irgendwie wieder, bevor man losrennt und Masse Zeug kauft. Also klar, man kann sich echt für Mixed Media Kunst kannst du dich echt arm kaufen. Ja, das ist so. Das ist so. Aber muss gar nicht sein, ne? Weil man so viele Sachen auch zweckentfremden kann und auf andere Art probieren, verwenden und so. Genau. Also ich habe jetzt hier auch den Kleber aufgegeben einfach und lege jetzt hier so mein Seidenpapier drauf. Nehme ich nochmal ein bisschen Kleber und streiche das Ganze glatt. Es ist natürlich das Papier, deswegen zeige ich euch das so. Das Papier ist jetzt natürlich dunkel. Das ist ein altes Papier aus Buchseiten. Von daher, da sieht man das natürlich jetzt schon stärker drauf, auch wenn es gleich getrocknet ist, sieht man das natürlich, weil der Untergrund so braun-gelb ist. Jetzt machen wir das Gleiche nochmal hier auf einem helleren Bereich. Gucken wir da mal. Ja, ich glaube, wir könnten jetzt hier. Aber das ist schon toll, ne? Das sieht dann so aus, als wären die Herzchen da alleine drauf. Ja, genau. Und natürlich, umso heller der Untergrund, umso umso weniger sieht man natürlich das Reispapier, aber das ist halt auch immer, oder ja, Reis, Seidenpapier, also es gibt Seidenpapier, viele Sachen, die man da nehmen kann. So, das gebe ich hier auch nochmal mein. Weil das aber auch so einen schönen Effekt macht, finde ich, dieses Seidenpapier, wenn man das so, wenn das so diesen milchigen Schimmer, diesen, wie so eine Art Nebel und so drauf gibt. Genau. Das finde ich nämlich auch noch super interessant. Und hier sieht man nämlich dann auch wieder, dass das
hier schimmert es weniger durch. Also man sieht natürlich schon, ne, dieses Milchige, aber eben zudem ist es weniger. Ist natürlich klar, wenn man einen Untergrund hat, wo dann schon farbig ist, dann sieht man das natürlich schon. Ich gehe jetzt hier mal hin, weil jetzt hier natürlich so noch dieses bläulich-grünlich mit drin ist, nehme ich jetzt hier meine Türkisgrün. Ja, das ist schön. Ja. Tolle Farbe. Ja, ich mag die auch total gerne. Und gebe da jetzt einfach mit dem Finger so noch ein bisschen rein, dass sich das gleich so ein bisschen anpasst von den Farben her. Wenn ihr wollt, kann ich auch demnächst mal zeigen, wie ich diese Collagenpapiere noch weiter verarbeite, weil die bleiben natürlich nicht so, sondern die kommen dann wirklich in das Bild mit rein. Also, dass man wirklich mit diesen Elementen dann arbeitet. Und das macht auch mega Spaß. Na, logisch. So viele Möglichkeiten, das ist Wahnsinn. Na, jetzt muss man nochmal ganz kurz ein bisschen von dem Kleber nehmen. Dann zeige ich das nämlich auch. Ich mache das mal hier. Natürlich muss ein Collagenpapier nicht so bunt sein. Das ist halt natürlich immer Geschmackssache. Ja, logisch. Ja. Das ist klar. Wenn du hast jetzt die Farben benutzt, die du magst, und andere benutzen genau. Farben, die sie lieber mögen, andere. Genau. Es ist halt auch wirklich tagesformabhängig. Also teils ist es auch so, ich arbeite, beginne meistens halt wirklich so, dass ich drei Farben nehme, plus dann zum Beispiel weiß und schwarz. Und manchmal ist es halt wie jetzt hier einfach bunt. Genau. Das ist einfach so, ja, wie gesagt, tagesformabhängig. Und hier seht ihr halt jetzt, deswegen habe ich das jetzt mal hier genommen, dass das wirklich so knallig ist. Fügt sich natürlich noch besser ein, wenn der Hintergrund entsprechend diese Farben hat. Mhm. Aber man sieht eben, wie dieses Seidenpapier hier drauf arbeitet. Also hier hat man halt wirklich, ich muss es gleich so ein bisschen antrocknen oder trocknen lassen, dass da, das ist natürlich schön, in dem Licht hier oben, dass man hier das nachher hat, dass man hier zum Beispiel sieht, dass es ein bisschen durchsichtig schon wird. Aber wenn man natürlich so richtig durchsichtig das haben möchte, dann stempelt man am besten nur auf das leere Papier ohne Farbe. Es gibt einfach ja, wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie man da arbeiten kann. Ja, das ist dann gerne noch so ein bisschen. Entschuldigung? Das gibt tolle Effekte, ja. Ja, genau. Was ich gern wirklich mache, ist dieses typische, ja, wie man so schön sagt, Mark-Making. Wie nennt man das jetzt eigentlich? Ja, also, ja, gute Frage. Spuren machen. Spuren machen, genau. Da nehme ich dann am liebsten so einen Posca-Stift. Der ist jetzt 0,7 Millimeter. Und tobt mich da wirklich aus. Also es dürfen dann Kreuzchen sein, es dürfen aber auch Kreise sein. Also es ist wirklich so, wie mir gerade so in den Sinn kommt. Man kann da Dreiecke machen oder einfach jetzt so, das mache ich auch manchmal, so Striche. Ihr könnt natürlich auch schreiben, also wenn ihr das gerne möchtet. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ja, genau. Also es gibt natürlich wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie man da arbeiten kann. Ich muss gerade mal gucken, ich habe jetzt die Seite. Ich habe jetzt hier zum Beispiel auch die Spachtel und wenn jetzt hier noch Farben feucht sind, dann kann man natürlich auch hier wiederum reingehen und macht da so ein bisschen, auch ihr seht das, macht da auch so ein bisschen diese Spuren rein. Das ist auch ganz interessant. Kann man auch mit einem Bleistift könnte man das machen. Mhm.
mit allem, was irgendwie spitz ist, kann man natürlich arbeiten. Man könnte ja auch mit Fingernagel da reingehen. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Sandra, Andrea fragt, ob das Seidenpapier gerissen oder geschnitten ist. Ich reiße. Also ich reiße, weil aus dem einfachen Grund, ich finde die Übergänge schöner. Ne? Wenn wir die so schneiden, sind die so abrupt beendet und deswegen reiße ich die immer. Also das habe ich auch hier. Ja, dass ich da wirklich dann einfach immer so ein Stück dann abreiße, weil eben die Übergänge feiner sind, als wenn wir das schneiden. Das ist aber natürlich so Geschmackssache. So. Auch hier kann man noch so ein bisschen reingehen. Super. Kringel. Sehr vielfältig das Ganze. Super. Ja. Es ist natürlich, das sind natürlich ganz viele Möglichkeiten jetzt, wie man was machen kann. Aber eben, ich mag das halt, ne? Weil es hat halt auch nachher so viele Möglichkeiten, das zu integrieren. Es ist zwar jetzt gleich im ersten Moment, wo man denkt, oh, das ist aber bunt und da ist viel. Ja, genau. Nur, wenn wir ja nachher damit wirklich arbeiten und das in das Bild integrieren, kommen ja dann teils auch wieder Farbschichten auf. Es kommt vielleicht noch ein anderer Stempel drauf und so weiter und so fort. Aber es bleibt halt da immer was, was man noch sieht. Und das ist einfach das Schöne bei Mixed Media, dass man, das Auge hat immer irgendwas, ne, was es erfassen kann. Es hat immer irgendwas Neues, neue Effekte, Elemente, die da drin sind. Deswegen arbeite ich eben auch gerne mit Buchseiten, mit Schriften. Man hat da immer irgendwas, was noch kommt. Das bleibt ja im Endeffekt nicht ganz genauso, aber man kann es halt super integrieren. Und da kann man halt mit Farben natürlich schaffen, die einen belieben. Und das ist auch bei mir manchmal, jetzt haben wir zum Beispiel das hier, das ist nicht ganz so extrem knallig. Gefällt mir jetzt gerade zum Beispiel sehr gut, weil die Farben doch ein bisschen gediegener noch sind als dieses ganz knallige. Oder das hier finde ich aber auch noch sehr interessant. Das ist immer ganz spannend. Also das hier zum Beispiel auch. Es gibt natürlich auch Papiere, wo ich mehr zu tendiere und wo ich weniger zu tendiere. Das ist aber normal, weil es geht ja jetzt hier wirklich darum, einfach dieses Loslassen und nicht so verkopft zu sein, sondern dass man einfach mal beginnt, wie kann ich überhaupt mit etwas beginnen? Weil das ist ja oft unser Problem, dass wir sagen, oh, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, ich bin überhaupt nicht kreativ und einfach mal mit so Collagenpapieren zu beginnen, wo man dann einfach stempelt und matscht und sprüht und mit einer Schablone arbeitet und gar nicht daran denkt, was kommt denn da im Endeffekt jetzt bei raus? Ja. Jetzt bin ich irgendwie weg. So, dein Bild ist weg aus irgendeinem Grund. Ja, keine Ahnung. Mama, kommt wieder. Hallo, Bild. Ah, keine Ahnung. Da sind wir wieder. Ich glaube, meine Kamera wollte, sie hat gesagt, oh, wir haben Wochenende. Ich weiß auch nicht. Naja, was ist das? Ist dann vielleicht jetzt aber auch der gute Cut, weil wir sind jetzt eine Dreiviertelstunde dran. Genau. Und ja, dann würde ich sagen, wer jetzt mehr wissen möchte noch zu Sandras Kurs, zu dem Live-Workshop, der dann jetzt demnächst ansteht, darf dich mit Sicherheit direkt kontaktieren, oder? Natürlich, natürlich, sehr gerne. Okay, und dann würde ich sagen, vielen herzlichen Dank, dass du uns das alles gezeigt hast. Gerne. War sehr spannend und interessant, nochmal wieder auch zu sehen, wie du die ganzen Instrumentarien und Materialien einsetzt. Ja. Dankeschön. Gern geschehen. Wenn jetzt von euch noch Fragen sind, dann ruhig noch zu. Ich würde sagen, machen wir noch 5 Minuten für Fragen. Ansonsten, es kann ja auch jeder unterhalb dieses Beitrags hier dann kommentieren und noch weiter fragen, wenn was ist. Ja. Sehr, sehr gerne. Hat mir extrem viel Spaß gemacht. Schön. Vielen Dank. Silvia muss ja heute leider arbeiten. Ja.
und wird sich das Video angucken. Und wir beide freuen uns aber schon drauf, dich dann demnächst auch im Podcast zu Gast zu haben, wo wir uns noch da bin ich auch schon ganz gespannt. Ich unterhalten. Ja. Genau. Das erste super, Sandra. Podcast-Interview, gell? Genau. Ja, ich freue mich auch mega. Ja, das wird sehr schön. Also dann, vielen Dank, Sandra, und euch allen, die mir zugeschaut haben. Ganz, ganz herzlichen Dank. Achso, kurze Rückmeldung noch von Andrea Jung. Herzlichen Dank. Mir gefallen die türkisfarbenen Rosa auf dem Seitenpapier. Okay. Anke sagt Danke und Manuela Hetzenecker, super interessant. Leider zu spät eingestiegen. Manuela, das macht gar nichts. Du kannst das Video noch nachschauen. Genau. Das ist in der Aufzeichnung da. Und ja. Michaela liebt die kräftigen Farben und sagt auch vielen Dank. Gerne, gerne. Ja, hat mir auch viel Spaß gemacht, dir zuzugucken und ein bisschen mit zu moderieren. Ja, dann habt alle noch einen wundervollen Abend. Lasst es euch gut gehen. Habt schöne Pfingstfeiertage und wir hören und lesen uns. Bis bald. Bis dann. Tschüss. Ciao.